Jonas? Ja, Hast du hier noch was drüber rausgefunden über den Drachen? Ich hab's noch nicht geschafft, den Stadtrat einzuberufen, die anderen zu fragen. Die sind alle irgendwie gerade außer Haus. Ja. Nein, ich habe rausgefunden. Ja. Also die Sache ist hier, das hier ist eine ganz, ganz, ganz besondere Drache, aber der Drache ist schon weg. Ja, der ist, so wie ich das mitbekommen habe von den Mitarbeitern, wie heißen die hier, Mitbewohnern hier, ja, ich habe keine Mitarbeiter, ist der Drache anscheinend verschieden, ja. Verschieden ist der? Ja, der hat viele verschiedene Farben und der ist auch gestorben, ja. Warum ist der gestorben? Ja, das weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Die Leute hier wollten nicht mehr reden. Ich habe nur zugehört. Ich habe mich verwandelt in einen kleinen Schmetterling, bin rumgeflogen und habe zugehört. Ja, aber die Sache ist halt, ne, der Rasen ist trotzdem kaputt, den musst du reparieren. Ja, das kriege ich. Dann bin ich schon mal beruhigt, wenn hier kein Drache wohnt und nachher mein Haus zerstört. Das ist du kriegst Kacke. Von mir sogar einen Block hier. Schau, die kannst du damit anfangen hier. Krass. Genau, kein Problem. Okay, Jonas, so, aber meine Frage. Mit der Quelle, das ist mir aktuell nicht so... da bist du. Nicht so geheuer. Ja. Gibt es was Einfacheres als mit der Qualle? Ja, es gibt etwas Einfacheres. Und aber zwar? Die Qualle wäre halt schon das Klügste. Ne? Du willst ja die Hosen. Wir könnten etwas Leichtes machen für dich, aber ich weiß nicht, ob du damit gut bist. Bist du gut damit, mit so ganz zärtlichen Sachen umzugehen? Das kriege ich hin. Sicher? Yeah. Ja, sicher. Na gut, ich bräuchte nämlich, dass du ein Ei holst. Das bräuchten wir für deinen Helm. Ein Ei? Ein Ei für deinen Helm und da bräuchten wir dieses Ei aus dem Schattenwald. Ja. Jonas? Ja? Ich komme gerade aus dem Schattenwald. Ja, aber die Sache ist, du musst ans andere Ende des Schattenwaldes, verstehst du? Also auf dieser Seite ist das eine und auf der Seite das andere. Willst du etwa quer durch den ganzen Schattenwald gehen? Nee, schon gut, okay. Nein, ein anderes Ende des Schattenwald, okay, das kriegen wir hin. Aber, du musst ein Ei holen, Ei von einem bestimmten Vogel, ja? Ja. Der Vogel heißt Tizinusvogel, genau. Und das ist ein bescheuerter Name. Ja, es gibt viele bescheuerte Namen, aber das ist ein Tizinusvogel. Und dieser Vogel, der baut seine Nester in lila Bäumen. Die sind äußerst selten im Schattenwald. Aber die Eier sind auch äußerst begehrt von anderen Tieren. Deswegen musst du dich ein bisschen in Acht nehmen. Ja, wie lange soll ich da suchen? Was mache ich denn, wenn es da nur eins im Schattenwald gibt und ich da stundenlang danach suche? Du musst genau dieses Ei finden. Ansonsten ist dein Helm nichts wert. Das kann ich einfach so mitnehmen. Ja, das kannst du einfach so mitnehmen. Das interessiert keinen. Nein. Also, natürlich die Vogelmama, aber ich glaube, zu dieser Jahreszeit ist die Vogelmama gar nicht mehr da. Die Vögel schlüpfen nämlich nach einem ganzen Jahr alleine. Deswegen sind sie auch so begehrt und so besonders mit ihren magischen Kräften. Die Sinusvögel können nämlich heilen. Okay, das heißt... Bist du bereit, ja? Also, ich muss ich noch irgendwas beachten oder mache ich mir einfach auf den Weg und suche? Nee, du gehst suchen, lila Baum, dort gibt es dann ein Nest und in diesem Nest gibt es dann ein Vogelei. Und dieses Vogelei nimmst du und das nimmst du dann wieder mit. Einfach aufpassen, das Ei ist begehrt von anderen Wildjägern. Das krieg ich hin. Ja. Das krieg ich hin. Okay, das mach ich. Okay, Jonas, ich danke dir. Ich kümmere mich ein bisschen hier um den Haushalt. Ich kletter jetzt über die Mauer, weil man es immer noch nie gekriegt hat, das Stadttor zu machen. Deswegen, Jonas, bis später. Kein Problem. Tschüss. Oh, endlich am Schattenwald angekommen. Die Frage ist jetzt, wie finde ich denn diese Scheiß... Ui. Das ging jetzt aber schnell. Okay, das ist... Der Baum sieht doch anders aus. Das ist aber cool. Okay, da ist das Nest. Das heißt, wir müssen da nur irgendwie hoch. Und dann das Ei. Wenn da das Ei aus dem Nest holen... Und das sollen wir denn zu Jonas bringen. Das kriegen wir hin. Okay, wir bauen uns da jetzt einfach mal hoch. Dann nehmen wir uns das... Ei. Kacke! Da ist gar kein Ei drin! Scheiße, was machen wir denn jetzt? Lieb schon! Ich hab Hunger. Schlüpf! Schlüpf oder ich sing. Ich sing schief, dann kommst du so raus. Schlüpf jetzt! Eine sprechende Katze? Schlüpf! Hallo? Du sagst Schlüpf! Hey, du!
Das ist mein Essen. Es ist nicht zum Essen. Gib mir das Ei. Das ist meins. Wer bist du? Hallo? Gibst du mir das Ei? Das ist mein Essen. Ich brauch das Ei, das ist wichtig. Ich hab Hunger. Ich geb dir auch was zu essen. Hier. Was ist das? Das ist lecker. Und du kriegst noch mehr davon, wenn du mir das Ei gibst. Das ist ja pfui. Toll. Ich brauche aber das Ei, das ist wichtig. Ich brauche das. Das ist mein Essen. Lässt du mich auf so komischem Zeug rumkauen? Ich brauche aber das Ei. Ich brauche das Ei. Aber ich habe Hunger. Ja, ich das Ei gehört zu meiner Bestimmung. Das ist sehr wichtig. Das gehört zu meinem Magen. Das ist sehr hungrig. Nein, ich bin hungrig. Ist egal, das ist mein. Ja, aber du kannst auch irgendwas anderes zu essen suchen. Ja, du kannst auch ein anderes Ei suchen. Ja, wo soll ich denn hier noch ein anderes Ei finden? Diese Eier sind selten, wurde mir gesagt. Das stimmt, das ist das Letzte. Ja, toll, wie soll ich denn anderes finden, wenn das Letzte ist? Du hast doch eins gefunden, jetzt kannst du wieder gehen. Ich will aber nicht gehen, ich brauche das Ei. Kannst du auch fliegen? Nein. Das Ei kann fliegen, sobald es geschlüpft ist. Du kannst das Ei haben, wenn es schlüpft. Will nur das, was im Ei ist. Ja, aber ich brauche das Ei. Ja, aber ich habe Hunger. Ich das Ei. Schmetterling. Klau nicht das Ei, während ich das Schmetterling. Okay, schnell weg. Oh Gott, ein Wolf, oh Gott, ein Wolf, oh Gott, ein Wolf, oh Gott, ein Wolf. Ich habe einfach das Ei. Also ich muss ja sagen, das war eine ganz schön blöde Katze. Aber umso besser für mich. Ohne Scheiß, was war das denn für eine verblödete Katze? Die konnte sprechen, was war das denn bitte? Wo ist mein Ei? Weg! Tschüss, danke dir für das Ei! Halt! Okay, wir müssen jetzt schnell wieder nach Hause und bringen dann Jonas das Ei. Das war einfacher, als ich gedacht habe. Ich habe mir das schwerer vorgestellt. Und irgendwie... Da war eine sprechende Katze. Okay, warum auch nicht? Ich hinterfrag das gar nicht mehr. Ich bin halt schon gewohnt, dass hier Dinge vor sich gehen, die so irgendwie ein wenig seltsam sind. Endlich fast zu Hause. Ich hoffe, Jonas kann da mit dem Ei viel schnell anfangen. Haben wir verfolgt? Nein, gut, dann rein hier. Wo kommt dieser Eingang eigentlich her? Überall sind Löcher in der Mauer. Irgendwer hat hier geschlampt. Oh, okay. Jonas? Ich hoffe, der ist noch hier. Wenn er jetzt schon wieder weg ist, drehe ich am Rad. Oh, hallo Füchschen. Ah, guten Tag. Jonas, ich hab das Ei. Hallo. Ich hab das Ei. Das ist ein Ei, ausgezeichnet. Da bin ich stolz hier. Auf dich, Aliboy. Guck's dir an, da. Zeig mir mal das Ei. Ja, das sieht aus wie das richtige Ei. Ja, das war einfacher, als ich gedacht habe. Ja, so etwas muss ja auch nicht schwer sein. Du solltest dir auch nur ein Ei holen, oder? Ja, das ist, da war eine sprechende Katze war da, aber das ist eine Katze. Ja, das ist aber sehr gut, eine sprechende Katze. Das sind normal. Ja, was ist los? Ja, hast du gerade irgendwie einen Kurzschluss oder sowas? Jonas, ich glaube, diese Katze hat mich verfolgt. Hey! Ach, guten Tag, Katze. Guten Tag. Ruhig. Wo ist mein Ei? Wo ist mein Essen? Das habe ich ihm gegeben. Er hat mich beauftragt, das Ei zu holen. Was denn? Warum lässt du dumme Menschen mein Ei klauen? Ich habe Hunger. Ich hab ihm einfach gesagt, er soll das Ei holen, weil dann kann er so mit seinen Helmen reparieren, verstehst du? Eierklauer, aber was willst du? Was willst du an Essen? Ich hab Hunger. Ja, du hast Hunger. Hast du einfach überhaupt Hunger? Oder möchtest du irgendetwas Bestimmtes essen? Nein, ich kann doch hier kein Holzkopf oder sowas essen. Nicht essen. Warum fühlst du dich bei sowas angesprochen, Eierdieb? Ja, frage ich mich auch gerade. Ja, ist egal. Will ich nicht erklären. Ich hab keinen Hunger. Nein, aber ich kann zaubern. Komm mit. Wie viele Fische willst du? Kannst du den Regen auszaubern? Ja, den Regen? Ja, natürlich kann ich das. Das so, ist Moment. Nass, das mag ich nicht. Okay, Regen weg mit dir, Regen weg. So, ja, jetzt sollte der Regen dann weggehen, ja.
Nicht alle Zaubersprüche sind so alt. Das ist ja ein relativ neuer Zauber. Da haben sich die Zaubergesellschaft etwas komisch einfallen lassen. So, also, könntest du aufhören zu labern und mich füttern? Das ist eine sehr freche Katze. Sehr, sehr frech, ja. Was ist frecher? Katzen essen klauen oder Essen klauende Leute auf Katzen hetzen? Oder alte Männer, die einem das Essen geben sollten, anzumaulen? Wen nennst du hier alt? Du bist eine Katze, du bist eine alte Katze. Nee, du kriegst von mir. Und du siehst aus wie ein altes Stück Brot. Du kriegst von mir keinen Fisch mehr, solange du dich nicht entschuldigst. Ja. Ich entschuldige, wenn du dich entschuldigst, dass du den Holzkopf. Du heißt Holzkopf, oder? Ja, den Holzkopf zu mir geschickt hast. Ich heiße nicht Holzkopf. Ja. Wie heißt du dann? Ist mir egal. Ja gut, jedenfalls nein. Ich habe gar nichts getan. Ich brauchte nur das Ei. Das ist, was ihr gemacht habt. Wenn du dich entschuldigst, kriegst du ganz viel Fisch. Ansonsten nein. 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 6 Stunden später. Kriege ich jetzt mein Essen? Wo ist die Entschuldigung? Die war doch da bei dir. Okay, ich entschuldige mich, dass ich ihn dorthin geschickt habe, ein Ei zu holen, okay? Wessen Ei? Das Ei, das auf dem Ast war, das du zuerst gestohlen hast. Ja. Bekomme ich jetzt Essen? Wo ist meine Entschuldigung? Ich habe mich entschuldigt. Wenn ich auch eine Entschuldigung kriege, kriegst du dein Essen. Du bist gar nicht so faltig wie altes Brot. Und ich bin schön. Sag das. Okay, gib mir die scheiß Fisch jetzt. Ich will meine Paladin-Rüstung. Für die Entschuldigung, ja. Tut mir leid. Nein, nicht du, sollst dich entschuldigen. Die zählt, gib mir Essen. Die zählt, jetzt gib mir das Essen, Jonas. Ich möchte meine Paladin-Rüstung haben. Dafür schuldest du mir etwas. Doofe Katze, komm nicht zu Einsicht. Ich hab dir schon die scheiß Feen gebracht, willst du mich verarschen? Ja, die Feen waren lecker. Weißt du immer so? Hier kriegst du mal Fische und noch mehr Fische hier für dich. Was? Ah. Was? Weißt du was? Ich bin ein Magier, ich kann so Zeug, das ist ja normal. Warten, Jack, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, aber auch eine mit gibt's dir auch, Geschäfte. Gibt's hier auch einen Weg nach draußen ohne Wasser? Ich mag kein Wasser. Ja, natürlich, ich zeige dir. Komm mal mit. Das ist ja nett. Obwohl, ich kann dich einfach wegteleportieren, wenn du das willst. Nein, ich gehe die Wand. Tschüss. Ja, ich kann dich ganz schnell fragen, willst du? Ich kann dich wegteleportieren. Nein, geh weg, geh mit dem Holzkopf reden. Tschüss. Ich mag diese Katze nicht, bitte bring sie nie mehr hierher. Verstanden. Sie ist sehr fies, uneinsichtig und haben mich beleidigt. Ja, gefällt mir nicht. Nein. Gib mir das Ei. Gib mir eine Entschuldigung. Wo ist mein Essen? Wo ist die Entschuldigung? Wo ist mein Essen? Wo ist die Entschuldigung? Ich kack dir auf den Kopf. Wo ist mein Essen? Habt ihr es denn jetzt mal? Ich brauch dir den Paladin-Helm. Jetzt hört auf, hier rumzulabern. Verdammte Scheiße. Oh Mann, Cut! Ich wollte es retten! Du kannst ja hier reinmachen, 10 Stunden später.